Ja, Thema Zuzahlungsbefreiung. In Deutschland muss jeder gesetzlich Krankenversicherte zu seinen Medikamenten zum Beispiel eine Zuzahlung leisten. Das ist von den Krankenkassen so vorgesehen. Die beträgt in der Regel zwischen 5 und 10 Euro pro Medikament. Also kann durchaus sein, wenn auf einem Rezept mehrere Medikamente da sind, dass man natürlich dann auch mehrfach diese 5 oder 10 Euro dann zahlen muss. Damit diese Belastung pro Kopf nicht zu hoch wird, ist eine gesetzliche Regelung vorgesehen, und zwar eine sogenannte Zuzahlungsbefreiung. Und die ermittelt sich so, dass man quasi das gesamte Familienbruttoeinkommen nimmt und davon 2% als belastbare Zumutung quasi jedem auferlegt. Bei chronisch Kranken ist das in der Tat nur die Hälfte, das heißt, da wären es dann nur 1%, weil die natürlich noch mal deutlich mehr benötigen und auch eine höhere Belastung haben. Die Befreiung selbst wird bei der Krankenkasse beantragt. In den meisten Fällen wird das online mittlerweile, kann man direkt auf der Homepage machen. Oder man kann natürlich auch über die Hotline gehen und dort einfach die entsprechenden Formulare anfordern. Das heißt, da sind alle Felder vorgesehen, die man ausfüllen muss. Da sieht man genau, was man eintragen muss. Und dementsprechend kann man das dann ausfüllen und der Krankenkasse zurückschicken. Im Anschluss bekommt man dann ein Befreiungskärtchen und muss infolgedessen dann keine Zuzahlung mehr bei Rezepten leisten. Das heißt, die Rezepte sind dann quasi befreit. Das gilt aber nicht nur für Arzneimittel, sondern durchaus auch im Bereich der Hilfsmittel oder auch bei stationären Aufenthalten in Krankenhäusern ist auch eine Zuzahlung vorgesehen und die würde dann auch entfallen. Wichtig dabei ist, dass man sämtliche Quittungen aufhebt oder sich in der Apotheke zum Beispiel eine Kundenkarte besorgt. Dementsprechend werden die Abverkäufe dann einfach dokumentiert und Sie können dann auch eine gesammelte Quittung bekommen, die Sie dann bei der Krankenkasse einreichen können.